Welcome to China Woodworking Tours. Halt, stopp! Hallo meine Freunde, herzlich willkommen im Jahr 2022. Der Kanal hat sich umbenannt. Er heißt nicht mehr Let's Guyver, sondern nur noch Guyver. Ich rede ja auch immer nur vom Guyver, ne? Und deswegen habe ich gedacht, machen wir das. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von China Woodworking Tools. Das ist jetzt eine neue Sparte, die ich ins Leben gerufen habe für diverse Sachen, die aus China kommen und die ich hier präsentieren werde. Ob sie nun gut sind oder nicht, wird sich zeigen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Welcome to China Woodworking Tours. 欢迎来到中国工具频道. Herzlich willkommen bei China Woodworking Tools. Fangen wir an. Ja, das ist also der Hongdui Kantenhobel. Das Teil entspricht, ja, ich sage, eigentlich schon europäischem gehobenen Standard. Ich bin also erstaunt, was da aus China kommt. Also es ist wirklich hervorragend gearbeitet, ganz ehrlich. Eine stufenlose Einstellung. Es hat zwei Schneiden, das heißt, man fährt die eine hoch und arbeitet mit der, bis sie vielleicht stumpf ist, dann nimmt man die andere. Dann kann man noch die Schneidblätter wechseln, was wir gleich mal machen werden. Eine, wie gesagt, stufenlose Verstellung, die man hiermit auch arretieren kann. Das Arbeiten damit ist, ja, ich muss sagen, einfach und sehr präzise. Ich würde sagen, wir machen einfach mal erstmal ein paar Schnitte, bevor wir hier weitergehen. Na, wie sieht das aus? So eine schöne Kante, wie mit dem Fräser gezogen, ganz ehrlich. Und das ganz fix und auch Fahrtholz, Buche, ja, wunderschön zu machen. Gut, dann schauen wir uns das Teil nochmal genauer an. Ja? Nach dem Lösen der 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben kann man das ohne weiteres auseinandernehmen. Dann sieht man hier die Schneiden. Die Schneiden kann man rausnehmen. Und so. Und der Vorteil ist, es gibt jetzt viele, ja, Kantenhobel, die jetzt so ein Metallstück haben, ne, wo man das man austauschen muss oder nachschleifen muss, wenn was ist. Dieser hat Schneidblätter, die man wenden kann, also beidseitig verwenden. Dazu wird dann dieser kleine Torx mitgeliefert, mit dem man das dann einfach abschrauben kann, die Schneide einfach drehen kann, draufsetzen kann und wieder anschrauben kann. Holz. So einfach, wollte ich sagen. So. Na, der Guyver mit seinen dicken Fingern. Ja, ja, ja. Ja, dieser kleine Dings ist auch durchdacht. Da ist so ein kleiner Drehgriff dran, damit man das ein bisschen schneller drehen kann. Dann hier diese Fahne zum Festziehen. Ideal. Ihr habt also, wenn ihr das Ding kauft, 1, 2, 3, 4 Schneiden plus, wenn ich das Ding hier aufdrehe,
Nein, halt, Moment, das war auf der anderen Seite, glaube ich. Ah, lass mich lügen. Nein, lass mich nicht lügen. Hier, wenn ich das Teil aufdrehe, da komm schon, ist hier noch eine Schneide drin. Also insgesamt 6 Schneiden in diesem Teil für den Preis von einem, ja, Kantenhobel, der sonst ein bisschen weniger kostet, aber nur 2 Schneiden hat, wenn überhaupt. Meistens nur eine. So, das tun wir da wieder rein. Das ist ganz schnell gemacht. Das hier ist der Stoppblock, der dann von hier oben angedrückt wird, damit sich die da Sachen nicht mehr drehen. Einfach alles wieder drauf. Zusammenschrauben. Und fertig. Das geht so fix. Und da muss man ja nicht oft dran, ne? Das ist es ja. Also ich hatte vorher noch nie einen Kantenhobel, muss aber sagen, wird jetzt bei mir Einzug halten. Ja, stufenlos verstellbar. Ja, also Sinn der Sache ist eigentlich, man fängt bei 0 an, kann dann schön mit dem Daumen hier zweimal runter, weiter, zack, zack, weiter. Und ich habe das jetzt ein paar Mal probiert. Es sieht hervorragend aus. Es ist auch einfach zu handhaben. Und sollte die Schneide stumpf sein und man muss mal ganz schnell wechseln, dreht man das Ding einfach um, macht mit dem Ding weiter. Ich finde das wirklich eine tolle Sache. Wir können dasselbe ja nochmal mit Multiplex probieren. Runter. Zweimal runter. So. Muss aufpassen, dass man den Winkel hält. Und schaut, es sieht wirklich gut aus, so schön angefasst, gerade. Ich bin begeistert. So, dasselbe machen wir jetzt noch mal mit Kiefertanne oder was das ist, ne? Mit Weichholz. Und nicht, dass ihr sagt, ja, funktioniert ja nur bei Hartholz. Nein, es ist also eingestellt für den ersten Schnitt. Nein, ist es nicht. So. Gut. Und so schön schneidet er es an einem Stück ab. So, ich habe jetzt mal bis 6 mm runtergehobelt. Und das Ergebnis kann sich doch wirklich sehen lassen. Ne? Also ich bin begeistert. Ja, das so viel zu dem Kantenhobel der Firma Hongdui. Ihr werdet ihn mit Sicherheit wiederfinden in den nächsten Projekten, weil ich habe vorher noch nie einen Kantenhobel gehabt, aber das hat mich überzeugt. Es ist eine einfache Methode, mal eben eine schöne Kante zu brechen, eben mal nur die Schleifkante wegziehen oder die Schnittkante. Muss man nicht gleich wieder die Fräse anwerfen oder was weiß ich, den Fräser tauschen. Das Ding ist griffbereit, man hat es in der Hand. Geliefert! Ha! Wird das Teil in dieser kleinen Plastikkiste. Da ist dann noch der Schrauben, dieser Schlüssel dabei.
weiß nicht, ich brauche es nicht. Ich werde es wahrscheinlich offen liegen lassen. Wieder ein Plastikteil mehr, aber es wird auf jeden Fall geschützt, geliefert. Ja, das war es dann auch schon fürs erste Mal. Ist nicht lange gewesen. Wie gesagt, ich werde versuchen, in den nächsten China Woodworking Tool Sendungen Sachen zu verarbeiten. Ich habe da auch schon was vor. Ich warte darauf, dass die Ware kommt. Und ich will mir ein Lochraster an meinem Werktisch machen, nur aber an einer Ecke. Da gibt es dann auch spezielle Sachen für Klemmen und. Habe ich vorher auch nie benutzt, wollte es aber immer mal haben. Hat sich jetzt angeboten, werden wir gucken. Ganz einfach. Ne? Das Teil natürlich unten verlinkt. Ich habe übrigens auf meiner Webseite eine Sparte gemacht unter alle Teile. Oh, ja, irgendwo. Da sind dann alle Sachen, die ich hier vorstelle, mit einem Permanentlink versehen. Kann man sich immer angucken oder bestellen oder was weiß ich. Ihr tut mir da einen Gefallen, wenn ihr darauf klickt, ist ein Affiliate-Link, bekomme ich natürlich auch ein bisschen was von. Müsst ihr aber nicht, ganz einfach. So, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen. Und ich würde sagen, tschüss, euer Lutz. Halt, stopp. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe nur noch eine kleine Mitteilung zu machen. Ich hatte ja im letzten Video hatten wir ja die Weihnachtsverlosung und die ist natürlich jetzt vorbei. Vielmehr die Weihnachtsversteigerung, ja. bei dieser Weihnachtsversteigerung sind von der Versteigerung 841 Euro zusammengekommen. Es sind an privaten Spenden 165 Euro zusammengekommen und wir haben damit eine Endsumme von 1.006 Euro für die Kinderkrebshilfe zusammenbekommen. Ich möchte mich auf diesem Wege bei euch recht herzlich bedanken für die Teilnahme, für die Spenden und es liefen hier gerade schon Namen durch. Das sind die edlen Spender gewesen, die auch etwas, ohne irgendetwas zu bekommen, einfach gespendet haben. Und einen möchte ich ganz besonders hervorheben. Das ist nämlich der Heini Schür, ja, der von Holzheini. Ne? Der hat 50 Euro gespendet. Und ich hatte vor kurzem von ihm was geholt. Das werde ich euch jetzt noch zeigen. Der Heini hat selber einen wunderbaren Shop, einen ganz tollen. Es gibt Sachen da zu kaufen bei ihm. Müsst ihr euch mal angucken, für diverse Fälle, personalisierte Sachen, wo mit Namen eingelesert wird und. Das Video kommt jetzt noch. Danach ist auch nur ein kurzer Clip. Und recht herzlichen Dank. Ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Danach ist Schluss und vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Danke. Bis zum nächsten Mal. Euer Lutz, euer Geiber. Tschüss. Ja. Und ich möchte euch etwas vorstellen, ja, dieses Teil und eine Person. Und zwar habe ich dieses Teil hier, mein Enkel heißt Paul, ja, und Paul ist wahnsinnig begeistert von Baggern. Und dieses Teil hier ist mit einem Laser ausgeschnitten, es hat eine Beleuchtung, ja, ich mache mal das Licht hier aus, so, dann seht ihr das vielleicht besser, ja? Dieses Teil habe ich von Holzheini. Wer Holzheini noch nicht kennt, ich habe den Kanal mal da oben verlinkt. Der hat auch einen eigenen Shop aufgemacht. Dekoliebe24.de. Das ist er. Geht da mal drauf gucken, der hat wahnsinnig tolle Teile. Jetzt ist leider Weihnachten vorbei, aber das ganze Jahr, der hat auch immer neue Ideen. Der wird da mit Sicherheit auch für Ostern was reinpacken und. Und ich finde das Ding so hübsch, also das wird auf jeden Fall irgendwo schön stehen. Das wird individuell beschriftet, wie man möchte. Ich würde sagen, das habe ich meinem kleinen Paul besorgt. Ein bisschen präsentieren, ne? Und das hat er zu Weihnachten bekommen.
Das hier habe ich vor Weihnachten noch aufgenommen, damit ich das noch verschenken kann. Ja, egal. Ich wollte euch das nur mal zeigen, weil ich habe dem Heini versprochen, du, ich mache das. Weil, aufgepasst, als ich mit YouTube angefangen habe, da war der Holzheini der Erste, wirklich der Erste, der einen Kommentar auf meinem Video abgegeben hat. Und seitdem sind wir Best Friends. Er zieht jetzt gerade nach Norddeutschland. Er hat auch so einen norddeutschen Dialekt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er vorher gewohnt hat, aber er zieht auf jeden Fall wieder zurück nach Norddeutschland, so viel ich weiß. Und ich bin drauf und dran, irgendwie mal zu sagen, ja, Let's Guyver unterwegs, einmal dahin. Wir sind über 280 Kilometer für mich, aber mal gucken. Vielleicht gibt es im Sommer eine schöne Gelegenheit, mal das Motorrad so richtig auszufahren. Ne? Wir gucken mal. Okay, das war's dann für diese Geschichte. Und es geht weiter. Du hast noch nicht genug vom Guyver gesehen? Ja, bitte. Da könnt ihr mich abonnieren. Und da gibt es andere Filme von mir. Genug zu sehen.